Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema Werbekampagnen in der Weihnachtszeit sprechen, was da zu beachten gibt und worauf du dich vorbereiten musst. Das werden wir heute einmal erklären. Auf jeden Fall lassen schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nico Becker. Ich habe mir wie immer den gut aussehenden Saad Charmer an meine Seite geholt. Und ja, wir werden heute gemäß der Zeit, wir haben jetzt Mitte November, über das Thema Weihnachten sprechen und natürlich auch über die Frage, macht Sinn, da Werbeanzeigen zu schalten? Macht es keinen Sinn? Warum macht es Sinn? Das können wir schon mal vorwegnehmen. Genau, darum soll es heute gehen. Also generell das Thema Feiertage, das kann man genauso münzen auf vielleicht Ostern nächstes Jahr dann wieder und alles, was da eben sonst noch so kommt. Ich hatte gerade schon gesagt, es macht Sinn, das einfach weiterzuführen. Also wir wollen natürlich jetzt nicht die Feiertage ignorieren, da wird der Kollege gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber das, was ich wirklich primär bei uns in den Gesprächen eigentlich jedes Jahr höre und auch zu den verschiedensten Tageszeiten, ist immer die gleiche Aussage, ja, wir haben jetzt irgendwie Weihnachten und wir wollen jetzt die Werbung ein bisschen reduzieren, weil da achtet ja eh keiner mehr drauf. So, das ist so irgendwie das, was ich so die meiste Zeit hinzuhören bekomme. Und das hat jetzt nicht nur was mit Weihnachten zu tun, das habe ich jetzt auch zum Teil manchmal gehört im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Lage. So, wir wollen jetzt ein bisschen das Budget runterfahren, wollen einfach mal gucken, wie sich die Lage entwickelt. Genau das Gleiche haben wir gehört am Anfang von ja, der ganzen Corona-Pandemie, da war es genauso. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie sich die Situation entwickelt. Und ich versuche unseren Kunden dann immer klar zu machen, pass auf, jetzt mal ganz unabhängig vom Marketing. Als Unternehmer, nicht in jedem Fall, aber in manchen Fällen versuchen wir oder wollen wir im besten Fall irgendwie antizyklisch handeln. So, das heißt, wir wollen im besten Fall uns dann unsere Marktanteile nehmen, wenn sie halt gerade verfügbar sind. Und was man halt eben verstehen muss, der Gedanke, den du da vielleicht hast, wenn du jetzt merkst, okay, wir gehen jetzt in die Weihnachtszeit, ich fahre mal irgendwie mein Budget runter, wir gehen in die Sommerzeit, ich fahre mal mein Budget runter oder. Den Gedanken haben natürlich auch andere von deinen Mitstreitern. So, das ist völlig klar. Es ist ja auch in den meisten Fällen, würde ich mal sagen, irgendwo ein menschlicher Reflex zu sagen, okay, ich denke, jetzt ist es weniger am Markt los, also macht es vielleicht auch weniger Sinn, Werbung zu machen. Aber einen Schritt weiter gedacht ist es ja nun mal so, dass vor allem in der Weihnachtszeit, aber jetzt auch im Sommer oder wann auch immer man guckt, die Nachfrage am Markt, die ist ja trotzdem da. Die sinkt jetzt ja nicht auf null, sondern, weiß nicht, wenn überhaupt, nimmt sie ein bisschen ab. In der Weihnachtszeit würde ich sogar sagen, dass sie eher noch zunimmt. Und was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist, du hast immer so eine Situation, wo das Angebot eben sinkt, weil der Gedanke, den du jetzt eben hast, wenn du sagst, okay, Weihnachten möchte ich keine Werbung machen, den haben andere auch und andere ziehen es ja noch konsequent durch. Die Partner von uns, die kriegen von uns zumindest gesagt, dass es nicht so sinnvoll ist, aber genau den Gedanken haben andere auch. Deswegen, das Angebot wird automatisch weniger und für die, die eben noch am Markt bleiben, da ist es dann eben so, dass die, die dann eben anfragen, natürlich zu den Leuten hingehen. Also es ist ganz einfach, wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, du hast vielleicht 100.000 Leute, die was suchen, du hast 10 Anbieter, dann hast du jetzt vielleicht in einer schlechteren Marktphase irgendwie noch 80.000 Leute, die was suchen und auf einmal nur noch 5 Anbieter, weil die anderen 5 gesagt haben, ich gucke jetzt erstmal, wie sich die Zeit entwickelt. Für die 5, die aber am Markt geblieben sind, ist ja in Relation gesehen schon wieder viel, viel mehr zu holen, auch wenn insgesamt das Ganze ein bisschen runtergefahren ist. Also ich hoffe, der Mechanismus ist ein bisschen klar geblieben. Ich will damit eigentlich nur sagen, dass wenn du das Gefühl hast, okay, der Markt ist jetzt gerade irgendwie so aufgestellt, dass ich vielleicht weniger machen sollte in meinem Marketing, weil da kommt jetzt eh gerade nicht so viel zurück. Mach am besten genau das Gegenteil. Also bleib auf jeden Fall auf deiner Spur und im besten Fall sogar leg vielleicht nochmal ein bisschen Budget drauf, weil du wirst automatisch relativ schnell zu einem Kleinkreis dazugehören, die eben noch Werbung machen. Genau, soweit erstmal zur Theorie. Jetzt habe ich natürlich gerade gesagt, wollen wir die Feiertage, egal wie sie auch eben aussehen, jetzt, wie gesagt, Mitte November sind es die Weihnachtsfeiertage, die vor der Tür stehen, wollen wir natürlich nicht ignorieren. Wir können das jederzeit nutzen, um unser Marketing darauf ein bisschen auszurichten. Dazu hat aber, wie gesagt, der Kollege ein paar mehr Infos für dich mit. Ja, Fakt ist aber auch, dass große Firmen im letzten Quartal, also Dezember, November, schon mehr Budget in die Hand nehmen, um natürlich immer präsent zu bleiben. Ja? Der Markt zu Weihnachten boomt eigentlich sogar noch mehr. Also die ganz großen Player, die haben das schon verstanden, warum sie gerade da auch werben sollten. Weil vielleicht die eine oder andere Firma ihre Werbung runterschraubt und so sind sie natürlich noch sichtbarer. Ja, wie kann man dem aber trotzdem ein bisschen entgegentreten? Ich meine, es stimmt schon, man sollte Werbung auf jeden Fall machen, aber die Konkurrenz wächst ja auch, vor allem die Big Player, wie ich gerade gesagt habe. Und hier ist es natürlich sinnvoll, gerade zur Weihnachtszeit oder auch November, man kriegt das ja auch immer mehr mit, zum Beispiel, früher war es mal der Black Friday, dann war es die Black Week, jetzt ist es der Black Monat. Und ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Also die schlachten das marketingtechnisch immer mehr aus, damit die Leute trotzdem einen Grund haben, etwas zu kaufen. Ja? Und genau das wollen wir ja auch erreichen. Ob du jetzt Haustüren vertreibst oder Terrassenüberdachung oder letztendlich
es ist doch irgendwas in der Stadt. Das Marketing bleibt immer dasselbe. Wir müssen nur versuchen, mehr Impulse zu setzen. Ich meine, idealerweise natürlich, dass man auch vielleicht mit einer Aktion wirbt. Ja? Das raten wir auch vielen unserer Partner. Klar, jetzt machen alle Aktionen und jeder hat irgendwie Black Week und so weiter. Und was ist, wenn wir zu der Zeit auch eine Draufgabe geben? Ja? Also was wir oft empfehlen ist, keine Ahnung, also jetzt Standard, es gibt ja das Referenzaktion oder man nennt bestimmte prozentuale Rabatte oder es gibt beim Kauf einer Haustür noch das und das dazu. Also da ist man natürlich völlig frei. Man muss das natürlich intern absprechen, was ist möglich. Aber letztendlich hast du einen Mehrwert, warum der Endkunde sich trotzdem jetzt im Winter eine Haustür kaufen sollte oder. Und das ist letztendlich auch immer der Grundgedanke. Ich komme da gleich nochmal bezüglich Mitarbeitergewinnung drauf zurück, aber in der Neukundengewinnung ist es so, dass viele auch mit einem Neujahresvorsatz ins neue Jahr starten wollen. Ja? Sprich, bleiben wir mal beim Thema Haustür, die klemmt schon länger, die macht schon Geräusche und jetzt zum neuen Jahr soll es endlich fertig werden, endlich eine neue Haustür besorgt werden. Also diese Lust im neuen Jahr, was zu bewirken, einfach mitnehmen. Und ich habe auch eben gerade angeschnitten, wir reden zwar die ganze Zeit jetzt über Neukundengewinnung, aber dasselbe gilt natürlich auch bei der Mitarbeitergewinnung. Wenn du in den letzten Monaten Werbung machst, dann ist das auch statistisch bewiesen, dass Januar, Februar die meisten Leute ihren Job wechseln. Das ist, wie ich schon erwähnt habe, jetzt langsam mal was ändern und die Neujahresvorsätze kennt man ja auch aus dem Fitnessstudio. Und das kann man genauso auch natürlich bei seiner Mitarbeitergewinnungskampagne machen. Vielleicht auch diese Ansätze in die Ad-Copy schreiben. Neujahresvorsätze, hier neuer Job und so weiter. Ja, ich hoffe, wir konnten euch ja ein paar Themen mitgeben, ein paar wichtige Infos. Macht auf jeden Fall fleißig Werbung. Hast du noch was? Nö, ich glaube, das war's. Vielen Dank für das Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann würde ich sagen, bis dahin.